Herzlich willkommen, heute unsere dritte Einheit. Wir haben ja schon beim letzten Mal einen kleinen Schwerpunkt gesetzt. Letztes Mal war das Thema Rücken dran gewesen. Heute machen wir ein Thema, was für den gesamten Körper wichtig ist, und zwar die Hüfte. Wird viel zu selten gemacht und dementsprechend tun wir es heute. Rechtes Bein fangt ihr an. Ihr könnt euch wieder hinsetzen auf dem Stuhl. Bein kommt rüber. Wir haben die Übung beim letzten Mal schon gemacht. Dementsprechend habt ihr sich schon drauf, denke ich. Das Bein ist drüber. Wie tief ihr hier kommt, könnt ihr wieder selbst schauen. Brustbein aufrichten. Lehnt euch so weit vor, wie es noch im Po aushaltbar ist. Aber es darf auch ruhig zu spüren sein. Kommt wieder eine tiefe Atmung rein. Das ist das Häufigste, was ich bisher gesagt habe. Atmen, tiefe Atmung. Ich werde es auch weiterhin sagen, weil das ganz entscheidend ist. Um Fokus zu haben, aber auch um dem Körper wieder eine gewisse Entspannung zu geben. Das wollen wir da haben. Der Po-Muskel soll loslassen. Der darf wieder ein bisschen entspannen dabei. Ganz wichtig, damit auch die Hüfte gleich geschmeidig gemacht wird. Po-Muskel, einer der größten Muskeln. Kann viel aushalten, darf aber auch ruhig mal ein bisschen wieder gelockert werden. Wenn ihr es schafft, könnt ihr wieder ein bisschen tiefer reingehen. Bei jeder Ausatmung vielleicht mal probieren, so 1-2 cm vielleicht noch tiefer reinzugehen. Und ihr merkt die Durchblutung wieder. Es wird richtig warm an der Stelle. Letzten zwei noch. Eine noch. Dann dürft ihr das Ganze auflösen. Das Bein dürft ihr wieder strecken, lang machen, lockern. Guckt mal, ob das Bein noch dran ist. Wenn ja, ist alles gut. Seitenwechsel. Anderes Bein kommt rüber. Aufrichten. Und wieder so ein bisschen einsinken. Auch hier könnt ihr direkt mal checken, wie tief kommt ihr mit eurem Knie. Ihr habt es ja beim letzten Mal schon mal gemacht. Wie tief kommt ihr jetzt? Keine Wunder erwarten. Machen, auch täglich gerne mal einsetzen. Dann werdet ihr einen Unterschied spüren nach einigen Wochen schon. Vielleicht auch schon nach der ersten Einheit, weil ihr durch die Atmung schon ein bisschen tiefer reinkommt. Muskeln und Faszien geben immer nach durch eine tiefe Atmung. Und durch ein geschmeidiges Dranbleiben einsinken. Wir atmen weiter. Tief ausatmen. Ihr könnt noch. Letzten drei. Komm, letzten zwei noch. Noch ein bisschen tiefer nach unten. Und der letzte. Tief rein. Wunderbar. Bein lang machen. Ihr könnt euch aufrichten. Einmal ausschütteln. Es wird auch gleich ein bisschen lockerer werden. Jetzt kommt eine Übung, die wird euch gefallen. Stuhl braucht ihr nicht mehr. Höchstens, falls ihr euch festhalten wollt, könnt ihr den an der Seite verwenden. Ihr macht es im Einbeinstand. Und zwar pendeln wir einfach das Bein. Die Arme könnt ihr gerne zur Seite wieder ausbreiten. So habt ihr meistens mehr Stabilität. Und ihr schwingt einfach nur das Bein ein bisschen mit, ohne irgendeine Anstrengung. Einfach nur pendeln lassen. Also quasi locker aus der Hüfte. Andere Seite. Ihr seht, das andere Bein, was dort steht, ist gebeugt. Das heißt, leichte Beugung habt ihr drin. Und auch hier einfach auspendeln. Was bringt das Ganze? Erstmal Stabilität im Aufsetzen bei natürlich, das wird trainiert. Und
die Hüfte, insbesondere auch die Hüftbeuger werden durchbewegt, werden durchblutet. Andere Seite. Mitschwingen, ganz locker. Als kleinen Tipp, wenn ihr euch besser stabilisieren wollt, sucht euch einen Punkt direkt vor euch, den ihr fixieren könnt. Schwerer wird es, wenn ihr irgendwo rumguckt, rechts und links. Wenn ihr das schon drauf habt, gerne. Ich scheinbar nicht. Ein, zwei noch und dann lösen wir. Andere Seite wieder. Manch einer, der Fußball vor euch spielt, wird sich jetzt an Fußball erinnern und wieder Lust drauf bekommen, vielleicht durch die Bewegung. So ein bisschen wie so eine Schussbewegung, nur dass wir, wie gesagt, locker im Bein hier sind. Letzten drei, zwei, eins. Gut. Einmal ausschütteln, bisschen lockern, dann kommen wir zur Übung Nummer drei. Die nächste Übung, die wir haben, haben wir beim letzten Mal schon gemacht. Es war der versetzte Ausfallschritt mit dem Zurücklehnen. Ich mache es euch nochmal vor. Rechtes Bein fangt ihr an. Leichte Beugung. Linkes Bein ist gestreckt. Die Ferse nach unten. Ich zeige es nochmal von der Seite. Die Ferse nach unten. Guckt, dass ihr hier wieder gerade seid. Der Fuß sollte gerade sein. Er will meistens so ein bisschen rausgehen. Nein, wir bleiben drin. Die Hüfte links richtig vorstrecken, nach oben hin aufrichten. Hier seid ihr stabil, deswegen so ein bisschen versetzt auseinanderstellen. Lehnt euch zurück. Könnt auch hier die Arme nutzen, um euch ein bisschen auszugleichen. Oder ihr bleibt einfach dran. Linke Seite Po anspannen, dass ihr so ein bisschen nach vorne das Ganze rausdrückt. Hier kommen wir jetzt an den Hüftbeuger dran. Manch einer wird es auch im Bein merken. Wir kommen in eine ganze Muskelkette rein. Die wird komplett lang gezogen. Auch der Rücken kann zu spüren sein. Es ist komplett in Ordnung. Ihr werdet nicht dran zugrunde gehen. Wenn es allerdings ein Schmerz da ist, geht ihr natürlich hier raus. Aber solange ihr noch gut atmen könnt und euch ein bisschen ein Lächeln behaltet, ist alles in Ordnung. Noch drei. Zwei letzte. Und der letzte nochmal. Wenn ihr hier die Ferse runterdrückt, könnt ihr es mal hoch, merkt ihr übrigens auch die Wade. Andere Seite. Jetzt das Ganze. Linkes Bein ist jetzt vorne, genau. Hinten wieder aufstellen, Hüfte vorschieben, lehnt euch wieder zurück. Gleiches Spiel hier nochmal. Auch wieder tief atmen. Fällt euch hier wahrscheinlich ein bisschen schwerer, weil ihr müsst hier ordentlich im Bauch arbeiten. Das ist vollkommen in Ordnung. Tiefe Atmung. Auf geht's, die letzten noch. Noch zwei. Gehen noch tiefer rein. Mit Bauchspannung wieder vorkommen, auflösen und ausschütteln. Das war Übung Nummer drei. Das war wahrscheinlich die anstrengendste. Außer es wird jetzt noch anstrengender. Mal schauen, wie es für euch ist. Wir gehen in die Hocke. Einfach nur, um zu testen, wie gut ihr schon seid in der Hocke und wie wohl ihr euch schon fühlt. Einfach hier nach unten gehen, sodass der ganze Fuß aufsetzt. Ihr könnt euch ein bisschen mit den Ellenbogen abstützen. Einfach mal gucken, wie wohl fühle ich mich dabei, wie tief komme ich. Nur als kleinen Test, wir werden das Ganze wiederholen am Ende nochmal und gucken, wie es sich dann anfühlt. Drückt euch wieder hoch, auflösen, das war's schon von der Hocke, machen Sie nachher nochmal.
Jetzt kommen wir nämlich zu Übungen, die viel, viel jetzt in der Hüfte frei machen werden. Und wenn die Hüfte frei ist, ist der ganze Körper meistens schon ein Stück freier. Eine Übung, die sehr beliebt in meinem Kurs, im Rückenkurs mit meinen Rentnern früher war, war das Hüftkreisen. Warum? Ich weiß es gar nicht. Ihr kreist hier in der Hüfte einmal komplett rum. Die Beine könnt ihr gerne auch ein bisschen weiter auseinander stellen. Dann werdet ihr auch in der Innenseite eine leichte Dehnung spüren. Ihr vergrößert die Kreise ganz langsam, dass ihr hier mit dem Po weit nach hinten kommt und dann wieder weit vorschieben. Ihr seht, ihr macht immer einen Kreis mit eurer Hüfte. Ich zeige es mal von der Seite nochmal vor. Hier langsam reingehen, jeden einzelnen Winkel mal genießen und lasst den Atem fließen. Auch hier, wie wir es eben geübt haben, so ein bisschen vordrücken die Hüfte und wieder rausgehen. Auch mal in die andere Richtung, warum denn nicht? Haben wir auch. Die Beine könnt ihr gerne hier so ein bisschen lang strecken. Bleiben lang, dann merkt ihr auch so ein bisschen Zug auf der Beinrückseite. Wenn ihr euch noch coole Musik anmacht, habt ihr direkt was Rhythmisches dabei. Und noch zwei. Eins. Okay, das war relativ easy. Jetzt wird es ein bisschen sportlicher. Jetzt könnt ihr einen Stuhl gebrauchen, weil wir gehen in den Spagat. Ja, ihr habt richtig gehört, wir gehen in den Spagat rein. Zumindest so weit, wie die Bewegung jetzt gleich geht. Könnt euch ein bisschen stützen, guckt, dass der Stuhl auch stabil ist. Und ihr geht jetzt mit den Beinen ein bisschen breiter auseinander. Wenn es wie hier ist, dass ihr ein bisschen rutscht, ist das eigentlich ganz gut. Ihr könnt euch hier ja ein bisschen stabilisieren, dass ihr euch dann irgendwann stoppt. Die Füße sind leicht nach außen gestellt und ihr sinkt so ein bisschen hier langsam nach unten ein. Ihr könnt euch ja hier, wie gesagt, stabilisieren und euch nachher auch wieder rausdrücken, dass ihr auch wieder rauskommt. Sinkt dort mit ein und dann, wenn ihr eine Position gefunden habt, ja, die spannend ist, die durchaus zu spüren ist, dann bleibt ihr erstmal drin. Tief reinatmen, der Oberkörper bleibt stolz. Drin bleiben. Kann sein, dass ihr hier in der Innenseite jetzt so leichte Vibrationen spürt, wie ich jetzt gerade. Und wenn ihr das Gefühl habt, ja, es geht noch weiter, dann geht es gerne noch ein bisschen weiter. Noch tiefer rein. Meistens denkt man, oh, das schaffe ich nicht mehr, aber irgendwie geht es doch. Drin bleiben, tief atmen. Könnt gerne auch die Hände mal unten ablegen. Ich zeige euch das mal, wie es funktioniert. Dass ihr hier so ein bisschen tief reinkommt. Es geht immer noch weiter, immer noch weiter, immer noch weiter. Noch 4, 3, 2, 1. Beim Rauskommen helft mir den Arm mit. Kommt gerne auch erstmal mit dem Bein hier nach innen. Dann fühlt ihr euch erstmal komplett kaputt. Vollkommen normal. Beine ausschütteln, ruhig eine Runde hier rumgehen und dann wird es wieder gut sein. Das war die Beininnenseite. Ganz, ganz wichtig, dass die Adduktoren frei sind. Jetzt können wir ein bisschen besser auch in die Hocke reingehen. Probiert es aus. Geht einmal hier rein, weil die Adduktoren sind jetzt schon mal ein bisschen freier. Und wie fühlt es sich an? Ist es ein bisschen leichter jetzt oder immer noch so schwierig wie vorher? Dranbleiben, die Hocke ist eine der wichtigsten Übungen, sollte jeder können. Täglich mindestens mal 3 Minuten drin bleiben. Jetzt erstmal so lange ihr könnt. Drin bleiben, genießen. Auch mal wieder hier ein bisschen spielen und die Hüfte geschmeidig machen. Wenn ihr dann wieder rauskommt, eine Runde wieder gehen, das Ganze durchbluten lassen. Und dann habt ihr noch einen schönen Tag. Ich wünsche euch ganz viel Spaß noch im restlichen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Awesome.